Und fangen wir mal an mit dem Launching Smash Bad. Oh nein! Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Format hier auf diesem Kanal. Heute in der allerersten Episode von Mod Battle, einem neuen Format, wie gesagt, auf diesem Kanal, wo wir zwei Mods gegeneinander antreten lassen. In der ersten Folge steht im Kampfring sozusagen, oder im Pokémon-Ring hier, Pokémon-Arena-Ring sozusagen, in der Pokémon-Arena, so jetzt haben wir's, die Hamster-Mod und die Baseball-Mod, eine wirklich grauenvolle Kombination. Vielen Dank an Lukas M. für diesen grauenvollen Vorschlag. Ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, wie fies man ist. Es ist total gemein eigentlich. Aber lustig. Und deswegen werden wir dieses ausprobieren. Natürlich könnt ihr Vorschläge in die Kommentare schreiben. Das hier ist mehr oder weniger eine Pilotenfolge. Das heißt, wir werden gucken, oder ich werde gucken, ob euch sowas gefällt. Und dann können wir sowas öfters machen. Ja, ich habe hier schon eine passende Map die letzten Wochen so rausgesucht. Ich dachte, eigentlich könnte man, wenn sich welche kämpfen, wenn sich Mobs oder irgendwelche Mods bekämpfen, dann kann man auf jeden Fall eine Pokémon-Arena auswählen, weil hier hat man einfach so eine größere Fläche. Man hat zwei Kontrahenten, die sich gegeneinander besiegen sollen. Und ja. Gut, in diese Kategorie Mod Battle fällt auch Maps gegen Mods. Das heißt, wir werden auch mit Too Much TNT zum Beispiel irgendwelche Maps sprengen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Format, um ein bisschen Werbung dafür schon mal zu machen, dass dieses Format nicht untergeht. Nein, es wird auf jeden Fall ziemlich unregelmäßig, aber auf jeden Fall ziemlich cool werden. Das heißt, ich bin auf eure Vorschläge angewiesen und sehr gespannt. Ich habe auch schon einige Ideen im Kopf, aber ich denke mal, dass ihr da ebenfalls ziemlich coole Ideen habt und die werden wir dann, auf die werde ich wahrscheinlich eher zurückkommen. So, wir haben hier süße Hamster. Für alle, die die Baseball- und Hamster-Mod jetzt nicht kennen und jetzt sich erstmal am Kopf packen und erstmal jetzt gleich auf YouTube suchen, keine Sorge, ich habe diese vorgestellt und solltet ihr diese Mod-Vorstellung nicht gesehen haben oder noch nicht angesehen habt, dann ist dies kein Problem, denn ich werde diese dann zum Schluss verlinken. Das heißt, es macht eigentlich keinen Unterschied, wenn ihr das hier seht und dann irgendwie nochmal denkt, oha, diese Hamster, die sind so süß, was können die denn noch? Dann könnt ihr praktisch zum Schluss dann noch diese direkt hinterher ganz einfach angucken, weil ich das einfach dann in der Endcard verlinken werde. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben hier die süßen Hamster. Oh, die sind so niedlich. Die tun mir so leid. Ja, und da hinten in der anderen Ecke die Baseball-Schläger. 7 Stück sind es an der Anzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind so 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 8. 8 Schläger. Wie komme ich denn jetzt auf 7? Seeds? Ist ja auch egal. 8 Baseball-Schläger. Die nehmen wir jetzt nicht alle mit. Warte. Wir machen es ein bisschen anders. Und zwar gibt es nämlich, wir wollen ja nicht die Hamster so schlagen. Ich meine, es ist schon fies, ich weiß, es ist extrem gemein und ich verstehe auch, wenn manche denken, das ist eigentlich total scheiße, was ich hier mache, aber es ist total witzig. Ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise sehr, sehr tierlieb, um mich ein bisschen zu verteidigen, nicht, dass ihr denkt, der ist total beschissen, dass er sowas überhaupt macht. Nein, ich bin total tierlieb. Ich hatte sogar mal einen Hamster. Der ist aber leider gestorben. Und nein, ich habe nicht mit einem Baseballschläger die letzten Tage drauf rumgekloppt, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Nein. Zumindest kann man es mir nicht nachweisen. Und ja, auf jeden Fall werden wir mal die Monster ausstellen. So, okay. Die hier lasse ich mal in Ruhe, weil das ist so ein bisschen nervig, die hier hinzuziehen. Und zwar versuchen wir die in einen schutzsicheren Ball, sag ich mal, erstmal einzusperren, beziehungsweise in so einem Laufrad. Laufball? Nee, Hamsterball. Einmal rechtsklick und schon ist er in einem Ball. Also die perfekte, ja, Baseball-Kugel. Oh Mann, ey, ich habe das vorhin ausprobiert. Das ist echt, oh, wie kommt man nur auf so eine grauenhafte Idee? Oh Mann. So, okay, gut, los geht's. Ich glaube, wir haben nicht mal Platz für alle. Wir nehmen jetzt erstmal hier diese. Wir haben hier einfach Wooden Smash Bat, den goldenen Baseballschlägern haben wir Metall und den Diamant. Und das hier sind nochmal hier Launching, Blast, Lightning und Riding. Also ganz bekloppte. Oh Gott. Und das heißt, wir werden hier erstmal mit den normalen anfangen. Ich weiß gar nicht, ob diese Halle hier überhaupt ausreicht.
Zur Not müssen wir das auf dem Dach verlegen. Ich habe da oben schon ein Loch reingebohrt. Da können wir dann nochmal sehen, wie weit diese Dinger fliegen, falls dies jetzt nicht funktioniert. So, Boden, also der Holz-Baseballschläger, standardgemäß, ganz normaler. Einmal draufhauen und... Hui! Oh Gott. Oh Gott, das ist so fies. Oh Mann, das könnt ihr doch nicht machen. Wie kommt ihr nur auf so eine Idee? Oh Mann. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Oh Mann. Oh. So, der goldene. Oh shit. Das war um einiges höher. Oh, das ist so fies. Probieren wir es nochmal. Und. Oh. Der prallt an der Decke ab. Ach du Heilige, das geht viel zu. Die Decke ist viel zu niedrig. Mann! Mann, das gibt's doch nicht. Ich glaube, das müssen wir echt mal ganz kurz nach draußen verlegen. Und zwar, wie gesagt, ich habe hier oben ja schon was vorbereitet. Hier sieht man das auch perfekt. Also hier haben wir eine ziemlich weite, sag ich mal, eine ziemlich große Fläche, wo man das nochmal auch schön weiß. Das heißt, man sieht hier auch ziemlich viel. Ich setze jetzt nochmal einen Hamster hin. Bleibst du wohl hier? Oh Mann. Ich sehe ihn gar nicht mal. Oh. Shit. Oh Gott, die fliegen so hoch. Oh, es tut mir so leid. Das tut mir so leid. Oh Mann. So, Metal. Oh, der ist ziemlich weit geflogen. Bis hierhin? Habe ich das richtig gesehen? Ja, bis hierhin. Doch, um einiges weiter. Und der Diamantschläger zum Schluss. Also für die ersten vier. Einmal in die Kugel gesteckt. Ich wollte die zuerst so schlagen, aber das ist echt fies. Zumindest in der Kugel. Oh. Schlimm ist, die sind so klein, diese Viecher. Man sieht es gar nicht. Hier, bisschen. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich weit. Ja, Link zu diesen Mods, wie gesagt, in der Beschreibung. Das waren die ersten vier. Ja, ist jetzt nichts... Ja, ist schon was Besonderes eigentlich, aber... jetzt nicht so, sag ich mal... Action geladen, dass hier gleich die Hälfte explodiert, denn dafür sind die anderen hier zuständig. Vom Launching Smashbed über den Blast, über Lightning zum Riding Smashbed, die werden wir jetzt hier unten nochmal ausprobieren. Vielleicht klappt es jetzt hier sogar ein bisschen besser. Ich gehe mal hier direkt in die blaue Ecke. Ein gespawnt, ein bisschen hier was gegeben. Zack. Und fangen wir mal an mit dem Launching Smashbed. Oh nein! Oh, der Arme. Oh Mann. Ich kann das kann ich ganz ehrlich, das kann ich doch nicht bringen. Das ist schon zu fies. Das ist fies. Oh, oh Mann, das ist wer denkt sich sowas aus? Der Lukas M gehört sowas von verprügelt. Mann. Oh. Warte, gerade nochmal hier probiert. Ich glaube, wir bleiben jetzt hier oben. Ich sehe die Kugel nicht. Auf jeden Fall ist sie hier hinten scheinbar gelandet. Hm. Okay. Als nächstes Lightning Smashbed. Und ich kann es noch fieser machen eigentlich. Nur mal kurz gezeigt. Komm schon. Warte. So, wie das Ganze funktioniert und so weiter, das könnt ihr in der Mod-Vorstellung dann sehen. Oh Gott, ich bin so fies. Oh Gott, nein, es geht nicht. Nein, nein, wer denkt sich denn sowas aus? Guck mal, wie klein das ist. Es sind keine echten Hamster. Also. Oh Gott. Okay, gut, das machen wir nicht nochmal. Das ist fies. Das ist echt fies. Also ich meine, das mit den... Das noch mit solchen kleinen Viechern zu machen. Nee. Auf keinen Fall. So. Und dann den Riding. Oh shit. Oh. Aua. Das tut doch weh. Okay, kommen wir jetzt einmal noch ohne Hamsterball. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Egal. Oh, scheiße!
Vor allem, wie das dann aussieht, wie als würde man sich einfach auf so einen Hamster setzen. Oh shit, oh shit, oh shit. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Oh nein, oh nein, oh nein. An sich sind das ja richtig geile Mods, aber die kann man doch nicht zusammen kombinieren. Oh. Naja. Gut, okay, da hat gerade, während ich gesprochen habe, mein Handy geklingelt. Das war natürlich auch wieder passend und ich würde sagen, das war's von der ersten Episode von Mod Battle. Auf ein Feedback bin ich angewiesen, ob das jetzt schon zu hart war, ob ich nicht so fies sein soll, ob ich darauf achten soll, dass ich nicht nochmal sowas in der Art machen soll. Oder ob es da eigentlich keine Grenzen gibt. Okay. Oder generell, so Mods gegen Mods oder Mod Battle, welche Mods kann man noch so gegenseitig in den Kampfring schmeißen, um sich zu battlen? Ja, das war der Locopa und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, ich fand die fast schon ein bisschen zu heftig, um ehrlich zu sein. Und ja, bis dahin und tschüss.